Wohnung, Erstbezug nach Voll- und Kernsanierung, in der Schlussphase der Sanierung, hier muss auch Treppenhaus noch gemacht werden, sehr luxuriös die Wohnungen, gehobener Standard. Erstmal im Eingangsbereich haben wir den Dielen- und Garderobenbereich, sehr groß. Dreier- oder Vierer-Wege geeignet, das ist kein Problem. Fangen wir gleich erstmal im ersten Bereich an. Hier haben wir noch einen kleinen Dielenbereich, durch den gehen wir erstmal durch. Den zeige ich Ihnen gleich noch, wenn wir aus dem anderen Zimmer kommen. Mir im Zimmer westseitig, das heißt ab nachmittags die Sonne, super helle Wohnung. Fensterseitig. Sind wir durch das erste Zimmer schon durch. Gehen wir jetzt durch den kürzeren Dielenbereich durch und gehen ins nächste Zimmer. Auch westseitig, gespachtelte Wände, Parkettlaminat, neue Elektrik, neue Fenster, überall genügend Steckdosen, Fernsehdosen vorhanden. Alles reichlich vorhanden hier. Kennt die Baufirma, die bauen einfach sensationell. Sind zwar nicht die schnellsten, was leider ein kleiner Nachteil manchmal ist, aber dafür qualitativ sehr, sehr hochwertig. Jetzt haben wir hier Blick fensterseitig ins zweite Zimmer. Jetzt haben Sie den besseren Blick von hier in das zweite Garderobenbereich und Ankleidebereich oder für die Dame das Schuhbereich oder wie auch immer das nutzen möchte. Genügend Platz ist vorhanden. So, da haben wir jetzt nochmal einen Blick in das erste Garderobenbereich und Ankleidebereich. Reichlich Platz. Links weiter mit der riesigen Wohnküche mit Fliesenspiegel, Anthrazitfarben am Fußboden, 18 Quadratmeter Wohnküche, Ostbalkon. Das ist, wenn Sie morgen sich aus dem Schlafzimmer dahinter den Kaffee holen, können Sie ganz entspannt dann morgens in der Sonne den Kaffee genießen. Das Frühstück in der Sonne, das macht schon Spaß. Wir gehen aber erstmal ins Schlafzimmer. Schlafzimmer ostseitig, das heißt, Sie haben morgens hier, wenn Sie aufwachen oder wenn die Sonne aufgeht, wenn sie mal scheint, so wie jetzt, aber nicht erst auf Mittag. Wenn sie morgens schon da ist, haben sie halt morgens die Sonne schon schön und stehen sozusagen mit den ersten Sonnenstrahlen morgens auf und haben hier in dem hinteren Schlafzimmer ostseitig den morgens Sonnenaufgang. Das
Schlafzimmer ostseitig geht auch in den kleinen Innenhof, wo sich, ich glaube, 30 Einfamilienhäuser befinden, aber sehr klein gehalten, sehr entspannt. Die nächsten Häuser sind 200 Meter weit weg, also kann auch keiner reingucken und sehr, sehr ruhig hier. Fensterseitig ins hintere Schlafzimmer. Hier natürlich auch gespachtelte Wände, genügend Steckdosen, genügend Fernsehdosen, alles reichlich vorhanden. Und das ist aber die Gemeinde, wenn Sie morgens hier aufstehen, gehen Sie dann in die große Wohnküche und sich hier in der Küchenzeile oder in der Kaffeemaschine den Kaffee, Tee, Orangensaft und das Song und gehen dann hier entspannt auf den Ostbalkon. Zum ruhigen Innenhof. Jetzt kommt auch mal gerade die Sonne richtig raus. Wie das manchmal so ist. Aber die hatten keine Sonne angesagt, deswegen bin ich da ganz entspannt. Kommen ja noch 100 Wohnungen dazu und genügend Platz. Und dann geht's zurück in die große Wohnküche. Ich glaube 18,5 oder 19 Quadratmeter groß. Genügend Platz zum Essen. Küchenbereich, Küchenzeile. Jetzt haben wir drei Zimmer, haben wir durch schon. Gehen wir wieder durch die Garderobe und durch den Bereich durch. Dann sind wir jetzt hier im vierten Zimmer westseitig. Natürlich auch gespachtelte Wände, neue Elektrik. Hier rechts neue Kastentür, neue Fenster. Neue Heizung. Weil alles andere macht ja nicht wirklich Sinn. Blick fensterseitig ins vierte Zimmer. Das ist ein kleines bisschen schmaler, aber passt schon als Arbeitszimmer, Gästezimmer, WG-Zimmer. Das ist alles hier passend. Jetzt fehlt das Wichtigste noch, das Wannen im Duschbad mit großem Fenster. Da haben wir es. Sehr, sehr großes Fenster, Vorhänge, WC, große Wanne mit Ablage, daneben die Dusche, rechts gegenüber. Das Handwaschbecken mit der Ablage, der Anschluss für die Waschmaschine. Ablage. Kleinigkeiten in der Sanierung müssen noch gemacht werden. Wir haben auch den Blick nur auf den Balkon, sodass keiner reingucken kann. Und jetzt haben wir hier einen schönen Blick in das große Wannen- und Duschbad, Kastbezug nach vollen Kernsanierung. Der Handtuchheizkörper kommt noch. Alles andere, Elektrik, die Schalter müssen auch noch kommen, aber alles andere ist fast fertig. Sieht schon Weltklasse aus. Dann sind wir durch. Danke fürs Zuschauen. Gesund.
Ihr Lieben, euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag.